Summertime in the City, so heißt dieses Projekt. 38 SchaustellerInnen sollen für 4 Wochen in der Innenstadt für gute Laune sorgen. Eine Verlängerung ist möglich. Die gute Laune war der Branche selbst in diesem Jahr gehörig vergangen. Nach zahlreichen Absagen diverser Volksfeste sieht so die Notlösung aus, die der Landesverband der Schausteller mit der Stadt gefunden hat. Man muss sagen, das war harte Arbeit auch für uns Schausteller, dass wir uns hier platzieren durften in der Stadt. Dass die Stadt das so zugelassen hat, dass die Ordnungs- und Gesundheitsämter alle so mitgespielt haben. Und dass die, das ist das Wichtigste, auch zufrieden sind, dass auch die Hygienemaßnahmen gegeben sind für die Kundschaft. Ja, wir sind ja froh, dass wir irgendwas machen können. Ist egal, ganz egal was. Ja gut, das Wetter kann ja keiner was. Aber ich denke mal, wenn hier die Leute, wenn ich das noch ein bisschen rumspricht, denke ich mal, dass es hier was Schönes werden kann. Es soll wahrscheinlich das Oktoberfest genau hier nach den 4 Wochen stattfinden. Wir hoffen natürlich, dass es klappt und würden uns halt immer freuen. Es waren auch schon viele Besucher da gewesen, jetzt letzte Woche, wo die Temperaturen ein bisschen runtergegangen sind. Und gut, so wie heute jetzt, wird es wahrscheinlich regnen auf dem Montag, sieht nicht so gut aus. Aber ich sag mal, wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden, dass wir hier sein dürfen und dass wir ein bisschen Geld verdienen können und sind dafür sehr dankbar. Ich sag mal, der finanzielle Aspekt ist ein anderer. Wir sind übers Jahr natürlich gewohnt, jedes Wochenende woanders zu stehen, auf andere Veranstaltungen. Das ist für uns auch erstmal eine Gewöhnungsphase hier. Und ich sage ganz ehrlich, bei den heißen Temperaturen, dass die Leute mal 1 oder 2 Tage ausbleiben, das verstehen wir auch voll und ganz. Bei 40 Grad hier am Opernplatz heizt sich das ja schon so ein bisschen auf. Aber im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden. Geöffnet sind die Buden und Fahrgeschäfte in der hannoverschen Innenstadt täglich von 11 bis 20 Uhr.